Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Super No Guacamole Super Toro Championship Edition. Das schneiden wir nicht raus, das lassen wir drin. Und ich habe euch einen bösen, ganz bösen Cliffhanger. Ihr habt euch bestimmt schon die ganze Zeit gefragt, ja, was könnte das wohl eine Fähigkeit sein? Euch so zurückgelassen und jetzt werde ich das Geheimnis lüften. Gute Arbeit mit dem Flammgesicht, Mann. Der Hass auf dich, dass du all mein Zeug kaputt gemacht hast, ist nicht mehr so stark. In Ordnung. Zeit für einen Kracher. Greife eine Wand und während du W gedrückt hältst, drücke Pfeil nach oben, um einen Ziegenanstieg durchzuführen. Der Goatline Ziegenanstieg. Wände hochlaufen scheint ausbaufähig. Okay. Ah, hier gibt's Münzen. Ich hab geschlafen. Ah ja, und jetzt. Das war ja extra dafür gemacht. Ich weiß. Jetzt komme ich wieder hoch. Zieh einer an. Habt ihr das gesehen? Ah. Oh. Aha. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Die Sierra durchqueren, um zum großen Tempel zu kommen. Ah, das ist ja... Ah, oh, okay. Wir haben schon ganz schön viel entdeckt, fällt mir gerade so auf, ja. Santa Lucia, die Sierra Caliente, sind wir beim Kriegstempel. Dann gibt es nur noch El Infierno, Sierra Morena und dann den großen Tempel. Gut, wir haben auch schon ganz schön viele Fähigkeiten. Ich würde sagen, ja, wir machen langsam Progress. Yo. Alles cool, diese Fähigkeit. Ich darf sie nur nicht vergessen. Ah, okay, und dann geht's nicht mehr. Ah, okay, und dann muss man so machen. Okay. Ich hoffe, ihr macht keinen Counter, wie oft ich okay sage. Crazy. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so jetzt schaffe. Ah, aber es funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Ja, alles innovativ. Der Wahnsinn. Ah, und jetzt bin ich gespannt. Ach, dann stößt man da oben gegen. Okay. Dann geht's zurück in die Desierto Caliente. Desierto Caliente. Und die Gegner habe ich spawnen ja gefühlt immer auch, ja. Ah, okay. Gibt's ordentlich Money. Was ist hier? Whoa. Auch schön. Wollen wir hier irgendwo unten noch hin? Gibt es irgendwas Cooles? Da unten ist ein blauer Punkt. Den holen wir uns vielleicht gleich nochmal mit auf dem Rückweg hier. Das Blau. Ja, macht mal ruhig euren Kram hier. Ihr gebt mir auch wieder Gold, ne?
Kann das sein? Ja, zwar nicht super viel jetzt, aber ein bisschen. Aber wir müssen noch weiter nach links. Wow, nicht schlecht. Nein. Doch, komm. Jawohl. Und noch ein Herz. Jo, wir werden immer stärker, Leute. Oh, hier regnet es in der... Kommt man da nicht hoch? Müssen wir sie unten lang? Sind da, okay. Was war da nur für eine Ecke? Oh. Ja, man entdeckt immer wieder noch was. Es gibt also viel zu entdecken. Und ich habe das Gefühl, ich komme so allmählich auch da ganz gut hinterher, was man so auch so einsammeln kann. Aber ich weiß halt auch von den ganzen Geschichten hier. Ah, okay, ist auch nochmal Money. Aber das wollte ich nicht. Okay, das haben wir jetzt. Sorry, falls ich zu oft jetzt die Karte aufrufe, aber ich versuche mich zu orientieren. Da ist eine Tür. Da ist auch nochmal was Blaues. Wollen wir das Blaue auch gleich noch mit? Ich glaube, wir müssen ja jetzt nicht jeden Kampf kämpfen, aber... Wir gehen hier hoch. Leute. Ach, ich komme hier nicht mal. Doch, ich komme rüber. So. Auch noch mal Geld. 3,5. Oh. Ja, die schrägen Wände gehen nicht. Komme ich nie wieder hoch? Ah, okay. Ja, die war. Es gab ja einen Aufstieg, den bin ich auch schon mal gegangen. Hier geht's hoch, ja. Aber wir wollen nach Santa Lucita, also wollen wir hier links rüber. Ach, und ja, im Realen ist es ja hier eingestürzt. Oh. Ey, da, weißt du was? Also, ist ja nicht die gleiche Stimme wie beim Flammengesicht. Warte mal. Hela, also, versuchen wir mal ein bisschen Spanien. Ich habe einen Schatz gefunden. Willst du ihn sehen? Das ist auch nicht Spanisch. Oh nein, der Hühnerdieb hat wieder zugeschlagen. Er hat meinen Schatz gestohlen. Bitte finde ihn und schnapp ihn.
Dios mio, Luchador, hast du den großen schwebenden Tempel gesehen? Sieht nach schlechten Neuigkeiten für uns alle aus. Jetzt habe ich ihn hinbekommen, jetzt habe ich einen Akzent hinbekommen. Das ist nicht so einfach. Okay, das ist Money, Money, Money. Aber guck mal, wenn ich hier bei Santa Lucia gucke, ja, da sehe ich, es gibt noch 3 Herzen, die wir nicht haben. Ganz unten sehe ich aber auch, es gibt da unten eine Hütte. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Ah, ich glaube, man muss die Aufgaben lösen von der Bande. Das Problem ist, du weißt halt nicht, wo die versteckt sind, ja. Hier, guck mal. Mit meinem Käse, okay, okay, okay. Hier, ja, ja. Du weißt halt nicht, genau, ob, wo die sich verstecken. Gracias, Senor. Ich bin dir zutiefst dankbar. Lass uns jetzt mit wundervoller Musik feiern. Jo, gibt's jetzt einen Song? Sehr schön. Die Banda ist wieder vereint. Aber ich glaube, das hat... Moment, einzig gucken. Ich kann es nicht machen. Interessant. Ob die Banda was mit dem Trio de los Muertos zu tun hat. Haben wir die eigentlich fertig gemacht? Nö, die sind doch auch noch in Ordnung, glaube ich, ja. X-Tabert mal Flammengesicht jetzt. Den Hühnerdieb? Keine Ahnung, wo der Hühnerdieb ist. Dann gucken wir mal nach oben. Stimmt, hier war auch noch was. In der... Gibt's noch irgendwo Money? Da oben. Genau. In der Super Siesta. Ist da jemand? Oh! Sie haben dieses Haus gebaut und ich war wohl nicht schnell genug. Deshalb wurde es um mich herum gebaut. Okay. Das wäre ja... Ah, man muss ja auch beachten. Moment. Was passiert jetzt? Wow, okay. Ich bin Error. Ja, im Ernst. Ich gehöre eindeutig nicht hierhin. Sag meiner Schwester, dass es mir gut geht. Sie soll sich keine Sorgen um mich machen müssen. Ich stehe lieber etwas am Rand von leeren Räumen herum. Ah, okay. Okay. Sorge dich nicht um mich. Ich gehe soweit ich bin. Bla 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 bla. Okay, wir haben ihn gefunden. Danke, dass du Error gefunden hast. Er ist gut aufgehoben, da wo er jetzt ist. Zumindest ist er in Sicherheit. Vielen Dank dafür, dass du all das auf dich genommen hast. Hier, ich weiß nicht, ob es etwas nützt, aber nimm es bitte als Belohnung. Jawohl. Wir machen die Aufgaben und dann gibt es die Herze. Der Haarschleim. Ah, und jetzt sehen wir ihn auch. Cool. Cool, cool. Hier unten ist noch irgendwo Money. Hier. Bist du der Hühnerdieb? Der größte Terror, ja. Eden hier wurde bereits kleine Dinge aus dem Haus gestorben. Keine Ahnung, wo er ist. Oh! Da haben wir nochmal richtig abgesahnt, würde ich sagen. So, wir haben 2 von der 13.
ich habe doch eben so einen Stern bekommen. So einen Totenkopf. Kennst also jemanden mit Appetit auf die schärfsten Chilis? Eine tapfere Seele. Ich nehme die Herausforderung an. Außerdem gehören meine Chilis nur in die besten Gerichte. Hier, nimm dir ein paar. Viele brauchst du nicht. Okay. Trottenchilis haben wir. Was bist du denn für einer? Du solltest dir gut überlegen, bevor du Kalaka im Tempel gegenübertrittst. Du könntest schnell als Eskeletto enden und hier mit uns anderen leben. Sei gewarnt, Luchador. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier jetzt jedes Geheimnis machen sollte. Schwebende Tempel gehörte zu Kalakas Ritual. Das ist sicher das Ende beider Welten. Ja, also ob es sinnvoll ist, quasi... Das ist ein Netherportal. Ah, das Restaurant im Bar. Das ist eine Anspielung auf Minecraft. Der Typ, der in dem Haus war, das ist bestimmt auch auf irgendwas eine Anspielung, aber keine Ahnung. Das habe ich nicht gecheckt. Aber ganz ehrlich, es macht mir wirklich viel Spaß, das Spiel. Es ist schön gemacht. Es ist, hat einen schönen Stil und ja, eine runde Sache irgendwie. Gefällt mir. Die Bar ist aber auch nicht viel, waren wir schon. Naja, okay. Wir wollen uns ja jetzt nicht mit allen möglichen Sachen aufhalten. Sondern wir gucken jetzt mal weiter. Wir haben ein paar Geheimnisse eingesammelt. Da können wir erstmal ganz glücklich sein. Das heißt, wir sind relativ gut aufgestellt, würde ich sagen. Ah ja. Und da müssen wir jetzt hochlaufen. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Genau hier. Wuhu! Und wir kommen in der Sierra Morena. Oh, und ist keine Musik da? Doch. Stille Musik. Ihr besiegt mich nicht. Ihr seid doch ziemlich einfache Gegner. Ah, da sind sie. Jo, kommt mal klar, Kollegen. Leute, ich habe auch einen Dash. Meiner ist aber ein bisschen cool. Ja, komm. Du willst es wissen? Der kriegt ja gleich einen anderen ab hier. So. Ich muss trotzdem ausweichen, wenn sie ihre Attacken machen. So. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Ne, wir sind rüber. Es geht tief hinab. Ich weiß nicht, ob ich tief hinab will. Eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir nach oben. Ich bin auch neugierig. Okay. Hier geht's also nicht runter. Es geht nur aufwärts. Wie in meinem Leben. Naja. So. Okay. Elite-Skelette können die Macht der dunklen Energie nutzen, um sich bei Angriffen zu teleportieren. So? Oh, bisher geht er aber noch. Okay, aber es werden dann auch mehr. So, man muss dann schon die heftigen Attacken einsetzen. Okay. Mussten wir hier lang? Ich weiß es nicht. Das war ein schwieriger Sprung. Sag mal ja. Ich gehe jetzt nicht zurück und falle nochmal runter. Weiche Gegner aus.
Was macht der Rote? Oh, okay, der hat 3. Ach, komm. Ich glaube, die Roten machen ganz schön viel Schaden, kann das sein? Ja. Okay, okay, jetzt geht's. Jetzt wird's langsam ernst, ne? Aber. Oh, das gibt's doch nicht. Ah, ich komme nicht raus. Nicht cool, nicht cool. Einmal leben. Okay. Oh, da erwischt er mich von hinten. Komm her, du. Die sind da richtig ätzend. So, jetzt. Schnapp daneben. Ja, schnell, der ist richtig. Komm her. So. Jawohl. Okay. Mit dem schnellen Elite ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Da oben soll noch eine. Schön daneben gesprungen. Ja. So, so. Oh. Kann man da hochspringen? Irgendwie habe ich gerade so ein Geheimnis-Drive gerade heute. Ah ja. Ja, hahaha. So macht man das. Jo. Okay. Hey. Wir wollen hier hoch. Nein, so. So. Alter. Jetzt sag nicht, von denen gibt's auch noch eine Elite-Version. Weg. 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 Wir müssen weg. Geh mal in den Gnadenstoß. So, und euch beide, ihr nervigen Typis. Ach, diese. Komm, du kriegst ihn ab. Wenn die so ausholen, dann kann ich ihnen, glaube ich, nichts. Uiuiui. Was ist da noch so? Ja, so ein Sperrmeister, was weiß ich. So. Ah, da bin ich genau reingesprungen. Wo mache ich sowas? Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Kopfnuss am meisten Schaden macht. Aber ich habe das Gefühl, weil sie halt auch, weil man auch in der Luft stehen muss und keine Bewegung dabei hat. Aua.
geschmissen. Wo bin ich da schon wieder unten? Wenn ich das sehe, muss ich eigentlich schon abhauen, oder? Ja. Jo, jetzt haben wir's. So. Was ist hier links? Okay. Okay. Da ist noch irgendwas ein sehr, 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 sehr weiter Weg. Oh, oh, was machen wir hier? Okay, das ist ein trickiger Sprung. Was passiert, wenn ich so mache? Okay. Okay. Ich lasse mich fallen, dasche und Uppercut oder was? Jo. Nein! Mach keinen Mist. Ah. Kiste hier. Ja. Hier nicht. Hier geht's nicht mehr hoch. Doch, ja. Sprung. Ja. Aue! Sprünge werden ja immer weiter. Machen wir das hier? Kann ich auch ernst sein? Ich muss noch was verpassen. Ne? Hier hoch? Ne. Nope. Okay. Okay, jetzt wird wieder so weiter. Das haben wir schon mal geschafft. Das schaffen wir nochmal. Bam. Es ist so ein befriedigendes Gefühl, dass man irgendwie immer besser wird. Ich glaube, ich muss das jetzt auch durchziehen bis zum Ende. Weil wenn ich jetzt mal länger nicht aufnehmen sollte, dann, Kollegen, dann habe ich die ganzen Kombos gar nicht mehr so richtig drauf. Hier. Jawohl. Oh, okay. So. Okay, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Diese Folge war jetzt nicht spektakulär mit Bomben. Mit Bosskämpfen, sondern eher mit interessanten kleinen Geheimnissen. Und wir sind in der Sierra Morena angekommen und haben offenbar noch einen weiten Weg vor uns. Von daher hoffe ich, euch hat es bisher gefallen und dass ihr mir ein Like da lasst und ein Abo oder was auch immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Guacamelee Super Turbo Championship Edition. Bis dahin, euer Nerosuit.